Herzlich willkommen zurück zu Knights of the Old Republic mit Airesu. Ich bin Airesu und heute werde ich eine Session aufnehmen und bei jedem der Videos, das ich heute aufnehme, stelle ich sicherheitshalber am Anfang die Frage, damit ihr mir sie beantworten könnt, in den Kommentaren. Wollt ihr, dass die Videos weiter bei 20 bis 30 Minuten bleiben oder soll ich sie auf 30 bis 40 Minuten erhöhen? Theoretisch kann ich problemlos Knights of the Old Republic so lange spielen. Immer. Naja, müsst ihr eben wissen, was euch dann besser gefällt. Mir wird immer wieder gesagt, 20 Minuten ist eigentlich schon ganz viel für ein YouTube-Video. Ich persönlich sehe eher lieber mir längere Videos an, deswegen, naja, wollte ich einfach mal nachfragen, damit ich mal eine Antwort von meinen Zuschauern direkt dazu habe. Und jetzt starten wir endlich. Wir reden nämlich mit dem Sith-Soldaten. Wir haben unsere Papiere bei, deswegen können wir heute in die Slums gehen. Bin ich doch aber. Sie haben entsprechende Papiere oder Sie verschwinden hier. Habe ich mich klar ausgedrückt? Gut, ich, ja. Das hier habe ich schon mal probiert, das endet nicht gut. Ich habe meine Ausweispapiere natürlich dabei. Mal sehen. Alles in Ordnung. Okay, gehen Sie meinetwegen runter. In Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. In den Slums wimmelt es von Mutanten. Wir nennen sie Rakul. Wenn sich da unten was bewegt, erst schießen. Aber ich habe ein Schwert. Mit einem Schwert kann ich nicht schießen. So, die Videos, die ich heute aufnehme, werden auch noch alle weiter im 20 bis 30 Minuten Rahmen bleiben, natürlich. Ihr da, Oberweltler. Jeder, der den Lift benutzt, muss eine Gebühr bezahlen. Ah ja. Das ist unser Lift. Wenn ihr ihn benutzen wollt, müsst ihr uns etwas geben. Dieser Planet ist unglaublich. Sogar die Bettler wollen uns an den Kragen. 5 Credits. Es kostet 5 Credits, unseren Lift zu benutzen. verschwindet ihr dreckigen Bettler oder ich bereite euren Leiden mit meinem Blaster ein endgültiges Ende. Auch wenn ich gar keinen Blaster benutze. Kass wird euch dann erschießen. Rennt, mein Bruder. Flieht. Geht weg, ihr zwei. Los, los, raus hier. Tut mir leid. Diese zwei Bettler bringen uns hier alle im Dorf noch in Verruf. Wir sind nicht so wie diese beiden. Die meisten Leute hier sind anständig. Ja, ja. Ganz klar. Euer kleines Empfangskomitee einen ziemlich schlechten Eindruck hinterlässt. Was wollt ihr? Ich heiße Shalina. Ihr seid von der Oberwelt, oder? Ich habe sie noch nie gesehen. Ich wurde hier in den Slums geboren. Ist es dort oben so schön, wie man sagt? Nicht wirklich. Wunderschöner Ort. Das würde sie zwar ärgern, aber nein. Ja, besser als in dieser Seuchengrube. Das stimmt schon mal. Ich schätze, unsere Welt muss euch ziemlich übel und miserabel vorkommen. Oh ja. Es ist ein dunkler, einsamer Ort. Aber es ist die einzige Welt, die wir haben. Ich war noch nie an der Oberfläche. Doch manchmal meine ich, sie in meinen Träumen zu sehen. Die Sonne, der Himmel, die Sterne. Es klingt alles so wunderbar. Gendar, unser Anführer hier, sagt mir, ich soll mir Zeit damit verbringen, die Dinge hier bei uns zu verbessern und nicht von etwas zu träumen, das ich niemals haben kann. Vielleicht hat er ja recht. Glaube ich nicht. Ich sei eine Närrin, weil ich von einem Ort träume, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Das zeigt nur, dass er Fantasie hat. Als ich klein war, hat mir Rukel Geschichten darüber erzählt, wie es in der Oberwelt war. Da oben sieht es aber kein Stück so aus. Das ist ein Stadtplanet. Wie Coruscant. Alles voll. Überall Häuser. Ihr habt hier weit mehr Erde als die da oben und mehr Chancen dadurch auf richtige Bäume. Gut, ich habe dafür keine Zeit mehr. Aber natürlich. Es tut mir leid. Ihr habt hier sicher wichtige Geschäfte zu erledigen, oder? Ihr wollt vermutlich mit Gendar sprechen. Er ist unser Anführer. Was interessiert mich der Anführer von eurem Dreckhaufen? Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr euch ja nochmal mit mir unterhalten. Ich habe nur selten Gelegenheit, mit jemandem von der Oberfläche zu sprechen. Ja. Rat mal warum. Niemand will mit dir reden. Zäh. Ui, toller Trick, Kars. Kann ich das auch? Ah, cool. Ich habe unsichtbare Beine. So, wo gehen wir denn hin? Mit Shalina wollen wir nicht reden, die mögen wir. Aber das mit den Beinen ist hier offenbar relativ weit verbreitet. Ah, ich bin mir sicher, dass das früher nicht so war. Gendar, mit dem reden wir nicht. Ruke, mit dem reden wir nicht. Die ganzen Leute, die sie eben erwähnt hat, interessieren uns nicht. Geht's hier rein?
Nein. Wir wollen nur hier raus. Mal sehen, ob wir das direkt... Ah, da ist ein Konto. Nicht Konto. Ein Tor. Wie kam ich jetzt auf Konto? Lauf, Händler, lauf! Lauf, ich kann es kommen hören! Er wird es nie schaffen. Er ist verdammt. Ich sagte ihm doch, es wäre dumm, das Dorf zu verlassen. Er wird es schaffen! Lauf, Händler, lauf! Okay, das ist schon ein bisschen doof mit den Texturen hier. Rasch, es ist nicht viel Zeit. Das kann ich nicht. Die Ragule sind zu nahe. Die Mutanten werden ihn abschlachten, wenn ihr das Tor nicht öffnet. Und wenn ich das Tor öffne, werden sie uns alle erledigen. Nein, das könnt ihr nicht tun. Das ist nicht fair. Bitte, da kam er. Macht, dass er das Tor öffnet. Händler wird sonst sterben. Ich kann das Tor nicht öffnen. Nicht, während die Ragule in der Nähe sind. Tja, dann lass das geschlossen. Ich bin gekommen, um das Spektakel zu sehen. Das klingt doch wirklich nett. Ihr Monster! Wie könnt ihr so etwas sagen? Jemand muss etwas unternehmen. Es tut mir leid, Hester. Es gibt nichts, was wir tun können. Für Händler ist es schon zu spät. Nein! Händler! Nein! Der hat eh keine Beine mehr. Okay, was ist das hier mit den... Ich schalte mal das Gras aus. Vielleicht hilft das, weil... So. Ich meine, irgendwo gesehen zu haben, dass was über das Gras gesagt wurde mal. Zumindest, ja, ich scheine jetzt wieder Beine sehen zu können. Wahrscheinlich ist mein Computer einfach zu alt für dieses Spiel. Gut, mit der reden wir nicht, die wird uns eh beleidigen wahrscheinlich. Aber wir könnten uns etwas an ihrem Leid laben. Ja, ich glaube, das machen wir. Sprecht nicht mit mir, Oberwäldler. Ihr hättet Händler retten können, aber ihr habt nur dagestanden und zugesehen, wie er starb. Ihr seid so selbstsüchtig wie die anderen von der Oberfläche. Bitte lasst mich einfach in meiner Trauer allein. Die sieht genau aus wie die Dame, die uns begrüßt hat. Wie hieß sie doch? Sharina? Ja, okay, jetzt können wir raus, danke. Ein schreckliches Schicksal, das der arme Händler da erlitten hat. Ich hatte ihn gewarnt, das sichere Dorf nicht zu verlassen. Doch ich konnte das Tor nicht öffnen. Nicht während die Ragule in der Nähe waren. Ich musste das Dorf beschützen. Guter Mann. Genug von diesen grausigen Dingen. Wir müssen uns auf das Positive konzentrieren, um hier unten zu überleben. Wie kann ich euch helfen, Oberwäldler? Tor aufmachen, bitte. Ich werde das Tor für euch öffnen, Oberwäldler, aber ihr müsst schnell sein. In wenigen Sekunden muss ich es wieder schließen, um die Sicherheit des Dorfes nicht zu gefährden. Gut, das ist nett. Ah. Hey, Rakul. Rakul, komm mal her. Komm hierher. Hey! Gut. Kas? Kite mal. Hey, nicht schummeln! Lass das Tor offen! Ja? Nein! Verdammt nochmal! Ja? Ich will... Lass mich... Danke! Jetzt lass doch den armen Raku mal rein! Oh, Tierquäler! Obwohl, Tierquäler stimmt da ja nicht wirklich. Gut, dann gehen wir eben selbst rein. Der hier hat nicht mal Loot. Wie unhöflich! Ich find's unhöflich, von allen NPCs nichts fallen zu lassen. Aua! Ich versuche immer wieder wegzurennen, aber das klappt in den alten Spielen einfach nicht. Die sind noch ein bisschen auf Fairness aufgebaut. Ausgelegt. So, damit haben wir das Gift abbekommen und jetzt werden wir jämmerlich krepieren, nehme ich an. Bitte, ihr müsst mir helfen. Hey, die kennen wir doch. Keiner hilft mir hier. Selbst die Biggs nicht. Aber ich kann ihn hier nicht zurücklassen. Er ist mein Freund. Aber ihr helft mir doch, ja? Wir bekommen eine Mission von Mission. Hey, langsam, wo ist das Problem? Es ist Zalbar. Er hat Ärger, großen Ärger. Wir müssen ihm helfen. Wenn wir nichts tun, verkaufen sie ihn als Sklaven. Ah, der kann sich schon wehren. Mal sehen. Beruhige dich, Mission, atme tief durch und sag mir, was geschehen ist. Ja. Du meinst deinen Wookie-Freund, was ist geschehen? Wer wird denn die Sklaverei verkaufen? Weißt du, dafür habe ich keine Zeit. Gärtner hat gesagt, du würdest mir helfen, in die Basis der Wohlkacke zu gelangen. Genau, und das wirst du tun. Auch wenn dein Freund gerade verkauft wird. Begreift ihr denn nicht? Mein Freund Zalbar ist in ernsthaften Schwierigkeiten. Ach was, dem geht's gut. Bevor er nicht wieder da ist, denke ich nicht daran, anderen zu helfen. Wie egoistisch!
Na gut, was ist denn geschehen? Salvar und ich sind einfach ein wenig durch die Slums geirrt. Sehr sicher. Immer auf der Suche. Nur so aus Neugier. Das tun wir immer. Diese Lebensmüder. Mit einem Wookie an eurer Seite fürchtet ihr nicht einmal den verdammten Rakgul. Die Rakgul. Diesmal haben sie auf uns gewartet. Gamorianische Sklavenjäger. Wir konnten nicht mal weglaufen. Big Z warf sich auf sie und brüllte mich an. Stimmt, hier gab's ja Gamorianer. Ich sah zu, dass ich wegkam und glaubte Zalbar hinter mir. Aber es waren einfach zu viele. Er kam nicht weg. Sie verkaufen ihn an einen Sklavenhändler. Ich weiß es. Was soll ein Sklavenhändler sonst machen? Also Sklavenjäger. Also da musst du jetzt nicht wirklich ein großer Detektiv sein, um auf die Idee zu kommen. Okay, ja, das hier ist schön. Du bist einfach davongelaufen und hast ihn nicht zurückgelassen? Na, du bist mir eine feine Freundin. Ich wollte ihn nicht im Stich lassen. Ich dachte, er sei hinter mir. Ich würde Big Z nie absichtlich hängen lassen. Bitte, helft mir, ihn zurückzuholen. Okay, aber wenn ich helfe, dann musst du mir danach auch helfen mit der Völkerbasis. Also abgemacht. Sobald wir Big Z zurück haben, zeige ich euch einen Weg in die Basis der Vulka. Jetzt los! Wir müssen Zalbar finden, bevor sie ihn als Sklaven verkaufen. Oder Schlimmeres mit ihm anstellen. Wisst ihr, wo man ihn festhält? Die Gamorianer haben ihr Lager in den Abwasserkanälen. Ich wette, dass Zalbar dort ist. Und da werde ich euch auch den geheimen Zugang zum Vulka-Lager zeigen. Yay, Mission ist der Gruppe beigetreten. Tada! Hinzufügen ist ja schon hinzugefügt. So. Ich spoiler mal, wir können sie tatsächlich auch als Gruppenmitglied behalten. Also, wenn ich nicht zu viel Schlimmes anstelle. Oh, eine Mine. Ich bin sicher, Mission kann die... Was? Mission kann die bestimmt entschärfen. Ja, sehr gut. Versuchen wir mal, Mine entfernen direkt. Und? Und? Ach, Fähigkeit zu niedrig. Na gut, dann entschärfst du einfach nur. Gut, das zumindest klappt. Aber damit sind sie leider kaputt. Das bringt mir natürlich auch nicht wirklich was. Wer ist denn das da hinten? Ein republikanischer Soldat. Kümmern wir uns erstmal um den. Hilfe! Bitte! Ich fühle es unter meiner Haut. Es wächst wie eine schreckliche Krankheit. Oh Gott, Zerklinge. Nee, nicht Zerklinge. Wie heißen die Zerg, die einen übernehmen? Gab's überhaupt solche Zerg? Bilde ich mir das gerade ein? Wartet hier. Ich werde sehen, ob ich was finden kann, um euch zu helfen. Es tut mir leid, ich kann nichts für euch tun. Ich werde euch helfen. Weg von mir, elender Kranker. Nein! Nein! Ich fühle... No! Das ist so ein tolles Beispiel von durch Spieler beeinflusste Zeiteinteilung, wie ich es jetzt mal einfach nenne. So heißen, wenn ich jetzt weggegangen wäre, um was zu suchen, hätte ich den einfach tagelang hier stehen lassen können und dem wäre nichts passiert. Aber dadurch, dass ich ihm direkt gesagt habe, dass ich ihm nicht helfe, verwandelt er sich sofort in einen Rakul. Übrigens finde ich die Art, wie sie sich verwandeln, immer noch nicht sonderlich realistisch. Das ist einer der Aspekte von Star Wars, die mir nicht so gefallen, die Rakul. So, können wir hier irgendwas noch retten von den Rettungskapseln? Sieht nicht so aus. Keine Rettung für Rettungskapseln. So. Da hinten ist ein Cis und da hinten ist noch ein Cis. Mit denen reden wir irgendwann später. Falls ihr da noch... Oh. Das ist dein Sparggebiet. Was habt ihr hier zu suchen? Na, Zalbar. Ich bin nur hier, um euch auszuschalten. Ja, das klingt nett. Achtung, das ist ein Hinterhalt. Wieso Hinterhalt? Ihr seid auf uns zugekommen. Hier, fang! Upsi! Mission, machst du eigentlich auch was? Hier, schieß mal! Und hier, schieß mal! Oh Gott, er hat ein Energieschild! Ich zeig's euch! Er hat immer noch ein Energieschild! Okay.
Ich glaube, da müssen wir jetzt mal ein bisschen umkalkulieren. So, ja, wir geben ihm direkt die Vibro-Klinge von Mission. Und... ne, wir geben ihm mal den Schockstab. Dann kann er, glaube ich, nichts anderes jetzt mehr nehmen, aber... Und Mission, du darfst deine eigene Waffe benutzen. Ist das nicht nett von mir? So, und du darfst ja... Oh, verdammt, während des Kampfes darf ich keine Rüstung... umändern. Gut, dann brechen wir ab und machen hier einfach kritische Treffer weiter. Na los! Siehst du wohl, geht doch! Was? Steh mal auf, Areso Starko. Klar. So. Nach diesem glorreichen Kampf... Ich dachte eigentlich, ich könnte keinen wirklich dummen Charakter spielen, aber offenbar klappt es doch. Das mit der die Granate nehmen und direkt vor sich selbst hinwerfen, war schon ziemlich dumm. Ich habe Equipment erhalten. Loot, Loot, Loot. Das hier war Fähigkeiten Bewusstsein, Sprengstoffeinsatz 1 und Sicherheit 1. Dank des eingebauten Bewegungssensors ortet dieses Sichtgerät jede noch so kleine Bewegung. Ein Cis-Energieschild? Ja, brauchen wir nicht. Ne, wir geben ihr mal Blaster. Und zwar schweren Blaster und... Neon Blaster. Wenn wir auf Droiden treffen, dann ist das ziemlich gut. Und du darfst deinen eigenen Blaster benutzen, weil ich so nett bin. Ich bin viel zu nett zu dem. Hat er gar nicht verdient. Was ist das? Ein Adrenalinverstärker. Rettungswürfe Reflex 2. Das geben wir am besten unserem Tank. Dieses Gerät optimiert durch die gezielte Ausschüttung von Adrenalin die Reflexe des Trägers. Das System hat, abgesehen von unkontrollierten Muskelkrämpfen, keinerlei Nebenwirkung. Na, das ist doch nett. Ladung 4 von 5. Ja, die Dinger haben immer Ladung und wenn sie aufgebraucht sind, dann ist alles kaputt. Wird weggeworfen, sobald alle Ladungen verbraucht sind. Und die Sis haben die persönlichen Unterarm-Schildsysteme, sehr zum Bedauern der Jedi, deutlich verbessert. Obwohl es sehr effizient ist, muss man das Gerät oft austauschen, wenn es ständig benutzt wird. Gut, gehen wir einfach mal so. Die normalen Energieschilde, die reichen. Aber jetzt sollten wir vielleicht langsam mal Level-Ups machen, damit alle ein bisschen geheilt werden. So, ein Levelaufstieg. Fähigkeiten, ja, heilen kann er gut gebrauchen. Talente. Hier kann ich noch nicht hoch. Dann gucken wir weiter. Verbesserte Zähigkeit. Ja, jeder Litten, ne, verringert sich um 2 Punkte. Darüber hinaus erhält die Figur pro Level einen zusätzlichen Gesundheitspunkt. Das könnte sehr helfen. Und sonst, was haben wir sonst? Verbessertes Training, auf alle Rettungswürfe, der die fast perfekte körperliche Verfassung der Figur widerspiegelt. Ja, machen wir das. Oh, wie ist denn das hier passiert? Ich habe einen leicht rötlichen Nebel. So, du kannst mal Sicherheit trainieren. Oh, kann ich, kann er nicht. Kostet zu viel. Bewusstsein, nein. Bitte nein, dann... Sparen wir uns den einfach. Ja, Talente, schauen wir mal, ob wir hier da was haben. Moment, Technikexperte. Haben einen Bonuspunkt auf die Fähigkeiten reparieren, Sicherheit und Computerkenntnisse. Das geben wir ihm mal. Obwohl, nein, dafür haben wir später einen viel besseren Charakter, fällt mir gerade ein. Dann geben wir ihm irgendwas anderes. Was geben wir ihm? Hier, den verbesserten Starkschuss. So. Und fertig. Und dann bleibt noch Mission. Attribute, geben wir ihr noch ein bisschen Geschicklichkeit, denke ich. Oder, ja, sie bekommt noch ein bisschen Geschicklichkeit, so. Und sie bekommt Sprengstoff noch weiter. Da, oh, 5 verbleibende Punkte. Dann bekommt sie auch was bei Sicherheit und Tarnung und Computer.
Nee, Computer lassen wir. Und Tarnung auch. So. Die kann ich sicher irgendwann besser verwenden. So, dann geht's weiter. Aber ich sehe gerade, die Folge kann schon wieder beendet werden. Uiuiui. Deswegen mache ich jetzt mal Pause. Also, eigentlich hat das Spiel gerade Pause gemacht, aber ich mache jetzt auch Pause. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, ihr hinterlasst mir ein paar Kommentare. Und ansonsten, lebt wohl!